Ja, hallo zusammen. Wir hatten ja im vorangegangenen Video die Motivation zur Elastizität uns angesehen, nämlich dass die Ableitung noch von den Einheiten des Funktionswerts und von den Einheiten der Variable abhängt und dass deshalb die Interpretation schwierig ist, wenn wir nicht die Einheiten berücksichtigen. Und das können wir hier auch noch mal ganz kurz uns überlegen, wenn wir die Definition der Ableitung hinschreiben, f' von x war ja der Grenzwert, wenn h gegen 0 geht, von f von x plus h minus f von x geteilt durch x plus h minus x. Ja, im Zähler steht, um wie viele Einheiten ändert sich der Funktionswert, also hängt das von den Einheiten des Funktionswerts ab, und im Nenner steht, um wie viele Einheiten ändert sich die Variable, also hängt das von den Einheiten, die wir bei der Variable hatten, ab. Und wenn wir das jetzt durcheinander teilen, haben wir also eine Größe da stehen, wo wir die Änderung des Funktionswerts durch die Änderung der Variable, also die Einheiten des Funktionswerts durch die Einheiten der Variable stehen haben. Und wenn wir dann den Grenzwert ausrechnen, dann ist das immer noch so. Und deswegen hängt jetzt die Ableitung davon ab, welche Einheiten wir bei dem Funktionswert und bei der Variable haben. Und da möchte man jetzt eine Größe bekommen, wo das nicht mehr ist. Und das wird die sogenannte Elastizität sein. Ich schreibe jetzt erstmal die Definition der Elastizität hin. Also Elastizität, da nehmen wir den Buchstaben Epsilon. Ja, E wie Elastizität, nehmen wir ein Epsilon, schreiben als Index dran die Elastizität von welcher Funktion, jetzt hier von der Funktion f, an der Stelle x ist gleich x durch den Funktionswert f von x mal die Ableitung von f von x. Das ist jetzt die Elastizität. Und warum das jetzt genau eine Größe ist, wo das berücksichtigt wird, dass man nicht mehr die Einheiten uns ansehen müssen, sondern prozentuale Änderungen uns ansehen, das können wir jetzt mal kurz uns überlegen. Und zwar, wir können jetzt einfach mal die Änderung des Funktionswerts f von x plus h minus f von x nochmal teilen durch das f von x. Dann haben wir die relative Änderung des Funktionswerts. Und wenn wir jetzt im Nenner das x plus h minus x teilen durch den bisherigen Wert der Variable x, haben wir da die relative Änderung der Variable. Und dann haben wir praktisch, wie wir das bei den Ableitungen haben, nicht absolute Änderung des Funktionswerts durch absolute Änderung der Variable. Jetzt da stehen relative Änderung des Funktionswerts durch relative Änderung der Variable. Und wenn wir da jetzt den Grenzwert wieder angucken, wenn das h gegen 0 geht, dann bekommen wir gerade die Elastizität raus. Und das sehen wir direkt, wenn wir einfach den Doppelbruch loswerden. Dann haben wir nämlich da stehen, das ist der Grenzwert h geht gegen 0 von f von x plus h minus f von x geteilt durch f von x multipliziert mit x geteilt durch x plus h minus x. Ja, und dann sehen wir doch, wir haben da genau das stehen, was wir bei der Elastizität stehen haben. Das x im Zähler des zweiten Bruchs und das f von x im Nenner des ersten Bruchs, das hängt ja gar nicht von h ab, also bleibt das als Konstante einfach da stehen. Ja, also das x, was wir hier im Zähler haben, haben wir auch hier im Zähler bei der Elastizität. Und das f von x, was wir im Nenner haben, haben wir auch hier im Nenner der Elastizität. Und dann müssen wir uns noch ansehen, dass wenn wir das f von x plus h minus f von x teilen durch x plus h minus x, wenn wir da den Grenzwert uns angucken, wenn h gegen 0 geht, dann bekommen wir ja genau die Ableitung. Ja, und das ist jetzt genau das, was wir bei der Elastizität ausrechnen. Variable durch Funktionswert mal Ableitung der Funktion. Und das gibt uns jetzt die relative Änderung des Funktionswerts geteilt durch die relative Änderung der Variable. Und da rechnen wir diesen Grenzwert aus. Also ist das auch wieder wie bei der Ableitung nur so eine ungefähre Angabe. Und das genau zu interpretieren, sehen wir uns dann im nächsten Video an. Ja, also nochmal zur Wiederholung. Die Elastizität, das ist diese Größe hier, x durch f von x mal f' von x, also Variable durch Funktionswert, und dann dieser Bruch wird dann noch multipliziert mit der Ableitung. Also wir müssen nichts anderes machen, als die Ableitung nehmen und die nochmal x durch f von x rechnen, und dann
haben wir schon die Elastizität. Und die werden wir jetzt noch genauer interpretieren und dann mal für ein Beispiel ausrechnen in den nächsten Videos. Bis bald!